Ich habe hier eine kleine Tabelle, da möchte ich die Abwesenheitsdaten von Mitarbeitern erfassen. Ich kann die Daten hier eingeben über so eine Combo-Box. Ich kriege dann die Abteilung zu jedem Mitarbeiter per S-Verweis in die Tabelle. Dann gebe ich hier ein Beginndatum und ein Enddatum ein und trage hier ebenfalls per Dropdown-Liste die Abwesenheiten Urlaub, Krankheit, Sonderurlaub oder Lehrgang ein. Und wenn ich die eingetragen habe, hole ich mir wieder mit dem S-Verweis die Zahlenwerte dazu, die ich festgelegt habe. Ich habe die hier Abwesenheitscode genannt. Ja, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir erstmal Tabellen anlegen. Ich habe also hier eine Mitarbeitertabelle angelegt, wo ich dann die entsprechenden Abteilungen eintrage und dazu eben auch eine Tabelle Abteilungen angelegt. Des Weiteren habe ich die Tabelle Abwesenheitsarten. Hier stehen die Kurzform drin, die Langform und eben dieser Abwesenheitscode. Der spielt nachher noch eine wichtige Rolle. Hier muss also für jede Abwesenheit ein Zahlenwert hinterlegt werden. Ja, und dann haben wir sozusagen eine kleine relationale Datenbank, wie wir die aus Access auch kennen. Die Relation, die holen wir uns hier über die Funktion S-Verweis, da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Da gibt es genug Videos, wie der S-Verweis hier funktioniert. Ja, und diese Daten, die will ich natürlich optisch aufbereiten, die will ich mir anzeigen lassen. Und zwar in einer Pivot-Tabelle. Das soll dann hier so aussehen. Jeder, der mit einer Pivot-Tabelle schon gearbeitet hat, der weiß allerdings, dass hier nur Zahlen verarbeitet werden können und kein Text. Und ich will aber hier zeigen mit einem kleinen Trick, wie wir uns Zahlenwerte hier dann doch als Text ausgeben lassen können, nämlich in dieser Form. Wenn ich mal hier auf Urlaub klicke und wir schauen hier oben in die Bearbeitungsleiste, dann sehen wir, hier steht der Wert 1 drin, bei Krankheit der Wert 2, Lehrgang 4 und Sonderurlaub 3. Und das sind genau die Werte, die wir hier hinterlegt haben in der Abwesenheitsarten-Tabelle. Mit dieser Tabelle oder mit diesen Daten können wir freilich in Pivot noch nichts anfangen. Wir haben ja hier immer Beginn und Ende. Wir müssen diese Daten dann hier noch aufdröseln und müssen die irgendwie untereinander bekommen, damit wir die in Pivot überhaupt verarbeiten können. Und dazu habe ich hier eine Liste angelegt, und zwar über Power Query. Und hier bekomme ich dann für jede Abwesenheit das Datum nochmal untereinander geschrieben. Und wie wir eine solche Tabelle erstellen, das will ich hier erstmal kurz zeigen. Ich stelle mich hier nochmal in die Tabelle Abwesenheit Dateneingabe und gehe jetzt mal hier auf Power Query und sage, lade mir mal die Daten erstmal hoch aus dieser Tabelle. So, und dann haben wir die jetzt hier im Abfrage-Editor, und als erstes nehme ich mal das Datum Beginn und das Datum Ende, markiere die Spalten und ändere den Datentyp hier mal auf ganze Zahl. Hier haben wir den Abwesenheitscode, der ist hier auch nicht erkannt worden, den setze ich ebenfalls auf ganze Zahl. So, und nun möchte ich hier eine Spalte hinzufügen. Ich will die ganze Tabelle ja transformieren. Eine benutzerdefinierte Spalte füge ich dazu. So, und jetzt können wir hier ja das erstmal umbenennen in Datum. Und jetzt können wir hier eine Formel eingeben. Ich habe die hier schon im Zwischenspeicher. Ich trage die jetzt einfach mal ein. Es gibt die Funktion List Numbers, und die kreiert sozusagen eine Liste mit einem Startwert. Das soll hier das Beginndatum sein. Und dann muss ich dem sagen, wie viele Zeilen der nach unten kopieren soll. Und das ergibt sich ja aus dem Datum. Wenn ich jetzt das Datum vom Ende minus Datum Beginn nehme, dann habe ich ja die Anzahl der Tage, die da rauskommen. Und dann addiere ich noch einen dazu und klicke jetzt einfach mal auf OK und klick diesen Schalter noch, und dann sehen wir, fügt er hier Datensätze ein, nämlich so viel wie die Anzahl der Tage ausmachen vom Beginn
bis zum Ende des Datums. Ja, eigentlich eine einfache Funktion. Dann können wir hier Beginn- und Enddatum mit Steuerungstaste natürlich. Die können wir entfernen. Dann markiere ich hier das Datum und gehe hier auf Verschieben. Die will ich an den Anfang haben. Dann ändere ich hier den Datentyp wieder. Ich mache jetzt hier wieder ein Datum draus und lasse hier die Daten gleich sortieren. Und dann haben wir die Tabelle hier soweit fertig. Dann können wir auf Schließen und Laden gehen und der fügt hier ein Tabellenblatt ein. Jo, und dann haben wir die Tabelle soweit oder die Daten soweit aufbereitet, dass wir die in Pivot fast schon verwenden können. Hier müssen wir jetzt noch so drei Spalten anfügen. Das spare ich mir, weil ich die hier schon habe. Ich habe jetzt noch eine Spalte Wochentag, Jahr und Monat. Und zwar formatieren wir die über die Funktion Text. Nehmen hier das Datum mit 3 mal T. Dann kriegen wir hier den Wochentag in dieser Form ausgegeben. Dasselbe machen wir fürs Jahr und für den Monat mit 4 mal M. Ja, und dann gehen wir auf Einfügen und auf Pivot-Tabelle. Und dann haben wir die Daten da. Und wie die Tabelle jetzt im Einzelnen formatiert wird, das zeige ich im zweiten Teil. Bis hierhin also viel Spaß beim Ausprobieren und beim Erstellen der Datentabelle. Okay.